Ich bin stolz darauf, dass in den letzten 25 Jahren die Semifinalisten und besonders unsere Finalisten große Karrieren gestartet haben. Und das geht von den großen Opernhäusern, von den Wichteln bis zu den Bayreuther Festspielen. Und ihr Start war hier beim Ringe-Award. Naja, 25 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und rückblickend scheint es mir, als ob es ganz kurz gewesen wäre. Es war so ausgefüllt und diese neuen Wettbewerbe, ja, die waren jeder so anders und so abwechslungsreich. Und mich freut es so, dass wir damals, wie das vor 25 Jahren im Wagner Forum die Idee entstanden ist, ja, dass das ein kleiner Keim war, der sich entwickelt hat zu einer wunderschönen großen Rose. Ich glaube, dass wir viel erreicht haben und dass ich gerne auf diese 25 Jahre zurückblicke. Die Regie ist immer stärker in den Vordergrund getreten. Und dazu haben wir so einiges mit beigetragen. Und da bin ich sogar ein wenig stolz drauf. 25 Jahre stehst du schon hier und wirkst hier der Fafner an der Mur. Ja, hütest du hier deinen Ring Award, aber nicht schlafend, nicht besitzend, sondern im Gegenteil, stets beschenkend und stets in großartigem Engagement. Du wirst geschätzt als Förderer, als Ermöglicher und am meisten erstaunt mich aber deine Neugier. Deine Neugierde darauf, auf wie vielfältige Arten, auf wie wunderbar unterschiedliche Weise Musiktheater gedacht, konzipiert und letztlich auch erlebbar gemacht werden kann. Lieber Heinz, es ist mir eine so große Ehre, dir heute im Namen aller Gewinnerinnen und Gewinner des Ring Awards den goldenen Ehrenring Award überreichen zu dürfen. Hüte ihn wohl, bleib gesund und behalte deine Neugier. Ist ja was ganz Besonderes. Ich bin wirklich beeindruckt, welche große internationale Ausstrahlung das hat, weil mit 126 Bewerbungen aus 32 Ländern, wirklich aus allen Kontinenten, das ist natürlich für Graz und für die Steiermark wirklich ein herausragendes Ereignis. To be part of the Ring Award means to be part of a big legacy of innovative, experimental, new generation of opera makers. Ich glaube, das Finale der Ring Award ist schon einzigartig in der Welt, dass man drei richtige Inszenierungen sehen kann mit Bühnenbild, mit Sänger. Ja, es ist eine fantastische Art und Weise, die Arbeit von jungen Regisseuren entdecken zu können. The Ring Award is a real special event because this is where you can find the new generation of artists, of stage director, set designer, costume designer. This is really the place to be, you know. And I have discovered so many young artists there. Even some of them are not even the finalists, but the level of the candidate is so high that, you know, you can find really the best of the best. As we say in French, it's la crème de la crème. Am Ring Award teilnehmen zu können, ist für uns ein großer Schritt, uns hier vor den ganzen Intendanten präsentieren zu können mit unserem Konzept, das wir uns über eineinhalb Jahre ausgedacht haben. Und wir freuen uns, dass es endlich soweit ist. Für mich bedeutet es, am Ring Award teilzunehmen, dass ich einer sehr großen Herausforderung hier gestellt bin, eine vollwertige Produktion in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Und auf der anderen Seite bedeutet es natürlich eine totale Spannung, wie die anderen Teams genau diese Herausforderung meistern werden. Na, wenn man unter den letzten drei ist, bei über 100 Einsendungen, dann will man natürlich hier sich von der besten Seite zeigen. Das heißt, das Bühnenbild muss wirklich perfekt sein. Und unser technisches Team, unser technischer Leiter freut sich aber immer auf diese jungen Leute, die so ambitioniert sind und sich hier zeigen wollen. Es macht uns große Freude, Gastgeber zu sein. Die Leistung der Technik dieses Hauses ist für mich ein Phänomen, weil was sie hier an 24 Stunden leisten. Drei Opernpremieren, Bühnenbildwechsel, alles. Abbauen,
aufbauen und sie schaffen es. Und das ist großartig. Und ich fühle, dass sie eine Freude mit den jungen Künstlern haben. Das ist das Schöne auch. Natürlich ist Don Giovanni ein Stoff, den jeder glaubt zu kennen und deswegen doppelt schwer, weil man immer wiederum neue Ideen finden muss. Ich glaube, es ist wichtig in der Regie immer wieder neue Wege zu gehen und insofern ist ein Stoff, der so bekannt und so berühmt ist, eine spezielle Herausforderung. Der Don Giovanni von Mozart, der stellt heute eine wirkliche Herausforderung dar, weil der Don Juan, was sagten wir immer jahrzehntelang, der schwere Nöter, der Charmeur, ja, es ist natürlich ein Verbrecher. Und wie stellt man das heute dar, wo man so im Gender-Equality-Zeitalter es einfach so nicht mehr durchgehen lassen will? Und da bin ich wirklich neugierig auf die drei Teams, wie sie diese Hürde nehmen. Our concept is based on one very simple idea, namely it's Don Giovanni without Don Giovanni. So we do not focus on individual protagonists, but rather on the collective of different protagonists on the stage. And we divided the vocal parts of Don Giovanni among six other protagonists on the stage. So they are all infected with the Don Giovanni syndrome. Why we did it? Because we would like to focus on the intersectionality of the responsibility. So we don't want to pin it on one individual. We don't want to pin it on the man only. We want to say something about our society as it is today. We are all in this together and we are all responsible for how our society functions. The Don Giovanni syndrome infects all the protagonists in the performance and it's taking over also the stage. So all the order, all the rules that have been here in the first act, they are burned down and all the social norms are gone and the protagonists, they are left in this cage of this claustrophobic space. Well, the costume concept is the concept that evolves with the show. So in the beginning, it's all neat and nice, and we see the aristocrats that are dressed properly. And then gradually, when they get affected with Don Giovanni syndrome, they just fall into decay. It's really like they are all getting stripped of all of their honors and dignity in a way, and it's getting more and more towards the very basic human, animalistic even feeling in the core of what we are. So yeah, that would be it, I guess. Usually you will have more days to set up things, but the technical team of the theater is fantastic here. So as you see, we just started and it's already there. As you can see, if you expected a very baroque, beautiful decorations, well, unfortunately not this time.
There is just these metal frames left together with the chandelier that is also ruined and the tables and chairs and this kind of post-apocalyptic kind of sense of space. So the table is basically, this is the only piece of furniture that is left in the room after all the social norms have been burned down. So this is something that protagonists are still holding to. And this is something that still kind of keeps them in this kind of world of order. But then even with that, they kind of let it go and it's also starts to kind of disappear in the whole room in the process. You know, we are locked in this cage 6 months already. So during the time, something is not in order. Something is not good with his thinking, you know. Meine Rolle ist eine sehr religiöse Person und deswegen ist es umso schlimmer, dass sie einmal mit jemandem Sex hatte, und zwar mit Masetto, und dann sofort schwanger geworden ist. Der Höhepunkt meiner Rolle ist, als ich in die Wehen komme. Also ich singe währenddessen, bin auf den Knien. Es ist ein großes Drama. Die Männer sollen mir helfen, alle sollen mir helfen. Es ist gleichzeitig so eine Aggression auf den Vater des Kindes, der überhaupt nie anwesend war, der sogar eine andere heiratet und vergessen hat, dass es sein Kind ist. So, I'm really not happy that Elvira told me that I'm father of her baby, because I have a new life, new wife, and I wanna be happy with her, not with the ex-girlfriend. Last but not least, I think as a Central and Eastern European team, we come as well with this background of growing up with theater by Stanislavski, by Kantor, by Grotowski. This is theater that does not always follow this linear dramaturgy. This is theater that invites the performer, the singer, the actor to get involved with his or her body, to get very physical and to find connection between the word, the gesture and the sound. When you tell a story about the end of the human civilization, one question pops up in a very natural way. And this is the question of what comes next? What comes after us? And when we were fantasizing about how it could look like, we thought about this idea of bringing us, humans, to something very primitive, to the core of our existence. That's how we developed this idea of devolution, moving from the humans, the way how we act as humans, the way how we act as a cultured society, to the realm of animals and animalistic movements and animalistic sounds.
Unser Konzept setzt da an, dass wir in Don Giovannis Kopf gucken und ihm dabei zugucken, wie er seinen Todesmoment erlebt. Und das ist ja erstmal kein realer Raum, sondern wir haben einen großen konzeptuellen Raum letztendlich gebaut, der als Gedankenraum von Don Giovanni zu verstehen ist. Also ein surrealer, absurder Raum, der auch die Möglichkeit bietet, dass Don Giovanni sich selber antreffen kann in diesem Raum. Aus diesem Muster der Wand, das sich ja auch in dem Kostüm zeigt, schälen sich nun die Charaktere heraus. Das ist wie eine Illusion, Vorstellung Don Giovannis. Und so beginnen wir mit dem Sog in die Szene. In unserem Don Giovanni beschäftigt sich Don Giovanni hauptsächlich mit sich selber, weshalb alle Kostüme auch gleich aussehen, womit wir versuchen, eine Irritation darzustellen. Aber besonders, weil er sich eben fünfmal selbst begegnet und das von Irritation eben auch zu einer Art Bedrohung sich entwickelt. Am Anfang ist er selbst nicht ganz sicher, wo ist er, wer ist er und was ist da los. Aber im Laufe der Zeit, er entdeckt manche Sachen über ihn selbst und über seine kurzen Zukunft. Was wir, glaube ich, vermeiden müssen, ist, dass du dieser Jazz-Jugendliche bist, was wir gesagt haben. Ich glaube, das nimmt, die Eindringlichkeit, sondern es ist immer dieser fiese Typ, der sein Weinglas in der Hand hat, bis nach hinten wirft und alles geht kaputt und er findet es halt geil. Wir versuchen mit unserem Konzept ein Setting zu erfinden, das uns eine gewisse Freiheit im Umgang mit dem Werk ermöglicht. Zum Beispiel steigen wir in das Stück ein und es sind 6 Don Giovannis auf der Bühne. Also alle sind Don Giovannis. Und dann im Verlauf des Stückes können die Figuren sich aber auch weiter verwandeln. Die verwandeln sich in die Rollen des Stücks, können sich aber auch in der letzten Szene in 4 Leporellos mal verwandeln. Und selbst der Pianist ist Teil dieser Szenerie. Also selbst der Pianist und die Musik damit gehört auch mit zu diesem Gedankenraum des Don Giovanni. Das Zusammenspiel von Bühne und Kostüm ist besonders wichtig für unsere Inszenierung, dass eben das Kostüm und die Bühne so ineinander verschmelzen, dass eben gerade diese Irritation und diese Art Traum und dieser Weg nach dem Tod sich am besten entwickelt. Total, dass es jetzt endlich aufgebaut wird und dass es auf die Bühne kommt. Ich glaube, die größte Herausforderung wird jetzt, dass das Muster bündig wird, dass die ganzen Bahnen zusammenpassen, die wir uns so konstruiert haben und wie das ganze Gesamtbild letztendlich wirkt mit den Wänden, mit dem Boden zusammen. Bin ich sehr gespannt. Die 12. Aktion, Türen 1 und 2 und 3 öffnen. Dann die 20. Aktion, Türen 3 und 4 schließen. Immer wenn die Darsteller selber eine Tür aufmachen, immer wenn die aufgetreten sind, gleich hinter ihnen zuschließen. Dankeschön. Ja, dann let's go. Und 6 go. Da
dadurch, dass wir uns in Don Giovannis Kopf befinden und sich die Figuren vervielfältigen können, Gefühle auf andere Figuren übergreifen, singen auch Figuren Gesangsstimmen anderer Figuren. Und so haben wir zum Beispiel in der Arie Non mi dir die Donna Anna Stimme auf die anderen Figuren aufgeteilt. Und dafür haben wir mit einem Arrangeur zusammengearbeitet, Steven Tanotto, der die Stimmlagen von Donna Anna oder Leporello dann an die anderen Sängerinnen angepasst hat. Entsteht eine ganz andere Szene. Diese Intimität, die die Donna Anna hier in dieser Szene hat, die gibt es auf mehreren Ebenen. Es bleibt eine intime Szene, aber intim für verschiedene Leute. Wenn ich selber im Publikum sitze, finde ich es immer wahnsinnig interessant, wenn mir die Ästhetik und das Visuelle einer Inszenierung auch ein gewisses Gefühl vermittelt. Und das hoffe ich eigentlich auch, dass das beim Publikum bei unserer Inszenierung passiert, dass man Don Giovanni in seinem Kampf mit sich selbst auch wirklich mitfühlen kann und dass man das miterleben kann. Im ersten Akt erzählen wir fast schon psychologisch eine Gerichtsstory. Natürlich ist Don Giovanni der Angeklagte, Leporello sein Anwalt. Angeführt von Donna Anna gibt es eine Sammelklage. Don Giovanni ist so etwas wie ein Stammgast vor Gericht. Er wird am Schluss auch verurteilt. Im zweiten Akt betreten wir einen rechtsfreien Raum. Er erinnert in den Konturen immer noch an einen verwaisten Gerichtssaal. Aber hier wird nicht mehr verhandelt. Er ist in dieser Gesellschaft, in dieser zeitlosen Atmosphäre scheinbar unnötig geworden. Er hat seine Relevanz verloren. Unser zweiter Akt, der spielt auf einer Metaebene. Dort schließen wir den Don Giovanni, besser gesagt den Don Giovanni-Mythos, in diesem verkommenen Gerichtssaal ein und er trifft auf Wiedergänger seiner ehemaligen Opfer. Don Giovanni erzählt eigentlich eine Geschichte, wie sie unter dem Hashtag MeToo verhandelt werden könnte. Wir haben festgestellt, wir wollen das nicht weiter so erzählen. Don Giovanni oder Don Juan steht für uns für ein kulturelles Narrativ von einem männlichen Verführer, der moralische Grenzen übertritt und damit sein Publikum unterhält auf Kosten der Frauen. Und das ist unsere Auseinandersetzung gewesen, eben vor allem im zweiten Teil zu schauen, wie wird man diesen Frauen gerecht und wie gleichzeitig vor welche Probleme stellt das die Männer. In der zweiten Akt, dieser Gerichtssaal, wird ein Archiv. In diesem Archiv finden ihren Platz sehr viele Frauenstatuen, Justitia-Statuen, Frauen, die auch eventuell Don Giovanni getroffen hat in seinem Leben. Und es gibt viele Frauenstatuen, viele Akten, Ordner, wegen die der Fall Don Giovanni beschreiben, mit Erzählungen von Frauen. Und jede Ecke ist für uns mit sehr viel Liebe eingerichtet und für uns jede Ecke erzählt eine Geschichte.
dieser Friedhofsszene benutzen wir eigentlich eine Anlage, die bei Mozart und da Ponte schon gegeben ist, nämlich dass er Leporello und Don Giovanni spiegelt, in ihrer Stimmart schon. Ja? Und wir haben gedacht, es macht total Sinn, dass Don Giovanni auf sich selbst zurückgeworfen ist. Zum Beispiel in der Friedhofsszene begegnet er sich selber. Und wir sehen zwei Facetten einer Person oder eines Don Giovannis oder diesem Mythos Don Giovanni. So this Giovanni, I think, is much more the suave version, the Giovanni that goes to women with more of a sweetness rather than a like brute force. And that is, it kind of is the exact opposite of the other Giovanni, which is rather brash and very rough. And you see that with how we interact with these statues on stage, is that I approach them sweetly and the other one kind of just goes over and manhandles them. Don Giovanni hat ja ohnehin das Problem, dass er die Frauen, mit denen er was hatte, nicht wiedererkennen kann, weil es so viele sind. Und die kommen in grotesken Gestalten zurück, um ihn mit sich selbst zu konfrontieren. Wir wollten ausprobieren, was passiert denn mit Don Giovanni, wenn er mit seinen Schandtaten konfrontiert wird. Was passiert mit Don Giovanni, wenn da eine Frau kommt und sagt, ey, du hast mir wehgetan? Oder was passiert mit Don Giovanni, wenn er sich selber bei der Vergewaltigung zusehen muss? Da kommt eine behaarte Riesenvagina in diesen Raum und Don Giovanni ist völlig überfordert, weil eigentlich möchte er ja auch gar nicht, dass, also er findet weibliche Geschlechtsteile total toll und er kennt sich auch damit aus, aber wenn die so groß und dominant wird, bekommt er eigentlich Angst. Bei uns wird Donna Elvira im zweiten Akt zu einer Arbeiterin oder einer Restauratorin, die eben dieses Archiv dieser Frauenstatuen betreut und bearbeitet. Und genau das macht sie mit Don Giovanni, der in diesem Raum gefangen ist. Sie lässt ihn zu einer Statue werden und sucht natürlich nach der richtigen Pose. Also wie möchte man Don Giovanni in Erinnerung behalten? Und er möchte natürlich den heroischen, tapferen Schwertkämpfer geben und sie entscheidet aber, dass er eine sehr klägliche Figur abgeben sollte. Genau in diesem Finale verwandeln wir Don Giovanni in eine Statue und das ist eine Art von ja, fast Todesstrafe. Er soll auf ewig in diesem Archiv bleiben, aber er soll nicht in guter Erinnerung bleiben. Er soll ja, so in die Ewigkeit eingehen, aber nicht als Held. So vergessen werden vielleicht am besten. Well, I think at the end, finally, his history is coming back to get him. And finally, he has to atone for all of the sins that he's done throughout his life. And I think that's really scary for him to finally have to deal with a lot of the things that he before just escaped from. And now he's kind of stuck, metaphorically, but also physically in this room and has nowhere to go. And finally has to own up and deal with the consequences for the first time, really. Wenn du aber hoffst, Don Giovanni, der Rache des Himmels zu entgehen, bist du ein Feigling. Der Preis der Stadt Graz geht an das Team Geugelin für Inside Don Giovanni. Ja, Inside Don Giovanni, das Team von Geugelin, hat dadurch überzeugt, dass sie sich in den Kopf Don Giovannis reinbegeben haben und aus dieser Perspektive die ganze Oper versucht haben zu erzählen.
Wir haben aus dem Semifinale heraus eine Inszenierung in Montpellier bekommen, haben dort eine Stückentwicklung gemacht und das auch nach der Erfahrung hier ist, glaube ich, unser Anliegen, immer gut auf uns zu hören und danach zu forschen, was für eine Form interessiert uns und dann Häuser zu finden, die uns dafür engagieren und sich nicht verbiegen zu wollen. Der Preis des Landes Steiermark an Team Christian Lader, das Don Giovanni-Syndrom. Das Don Giovanni-Syndrom hat überzeugt durch eine tolle Ästhetik, ein Konzept, was wirklich, also dass nicht Don Giovanni alleine stirbt, sondern wir alle, wenn wir so weitermachen, dem Untergang geweiht sind. Das ist ein sehr radikaler, interessanter Gedanke, der den Preis des Landes Steiermark zurecht gewonnen hat. Yeah, we are very relieved and very excited, as well very satisfied and very proud of the singers on the stage. And it was fantastic to present this concept to the audience and hear their feedback. Und nun kommen wir zur Verkündung des Hauptpreises. Der Ringerwart geht an Don Giovanni, die Abrechnung. Ja, ich freue mich unglaublich, dass dieses Team gewonnen hat. Don Giovanni, die Abrechnung, ein erfrischender, ein moderner, ein feministischer, aber immer auch leichter, humorvoller Zugriff auf diesen großen Mythos. Es hat mich einfach von der ersten Sekunde an gepackt und bis zur letzten Sekunde nicht losgelassen und davon möchte ich mehr sehen. Und wir sind so stolz, auch auf unser Team. Sehr. Und stolz auf unsere Sänger und alle. Wir schauen jetzt optimistisch in die Zukunft, wenn wir hier das in Graz realisieren dürfen auf der Bühne und freuen uns riesig darauf, hier zu arbeiten. Denn Graz ist wunderschön. Mann. Atemberaubend, wie man merkt, ich schnaufe noch. Aber es ist so eine Freude, dass so ein Wettbewerb möglich wieder geworden ist. Und es ist wichtig für das Theater, hier dieses Theater, was wir hier vorzeigen. Und unsere jungen Leute leben ja davon und leben dafür. Und das ist ein großer Erfolg, wo wir als Ringerwart zur Seite stehen und helfen. Beim Ring Award ist es halt so, eigentlich sind alle drei Finalteams sind Gewinnerinnen und Gewinner, aber einer geht am Ende mit dem Ring nach Hause. Aber das Schöne ist ja, dass auch die anderen beiden Teams schon im Vorfeld einige Preise bekommen haben und somit auch mit Inszenierungen aus diesem Wettbewerb wieder nach Hause reisen. Wir wünschen natürlich alle, dass der Ringerwart irgendwo oder irgendwann wieder weitergeht. Und das wird er sicher. Dazu hat er viel zu viel Lebenskraft.